Herr Präsident, meine Damen und Herren, lieber Kollege Zimmermann, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, der gestern Nachmittag im EU-Parlament gesprochen hat, hat als einen seiner wesentlichen Redepunkte gesagt, das Retten von Menschenleben muss absolute Priorität haben. Wenn es nach Ihnen ginge, wäre er mit diesen Worten zu spät gekommen, aber ich komme gleich noch dazu. Darf ich Sie mal kurz unterbrechen? Ich hätte die Kamera bitte nicht auf die Unterlagen der Abgeordneten. Ja? Dankeschön. Setzen Sie fort. Ich komme später noch dazu, weshalb ich das inhaltlich auch noch falsch finde. Ban Ki-moon hat übrigens dazu gefügt, lieber Kollege von der CDU, das Schlepperunwesen zu bekämpfen, wie es jetzt vielfach in aller Munde ist, reicht nicht aus. Wenn, dann geht es um eine umfassende Migrationspolitik und natürlich, das füge ich jetzt hinzu und das haben Sie auch zu Recht gesagt, die Bekämpfung von Fluchtursachen. Gestatten Sie mir aber an dieser Stelle, zu den Fluchtursachen gehört eben auch dafür zu sorgen, dass es eine gerechte Weltwirtschaftsordnung geht. Und im Gegensatz zu Ihnen halte ich sozusagen die Flucht vor Hunger und Not in der Tat für einen hinreichenden Fluchtgrund. Und wenn wir hier unlängst über die zu beschließenden Freihandelsabkommen zwischen der EU, Kanada und der USA gesprochen haben, dann zementieren eben diese Freihandelsabkommen eben auch diese ungerechte Weltwirtschaftsordnung, die Fluchtursachen begründen und sie nicht bekämpfen. Insofern ist das, was Sie hier vorgetragen haben, leider nicht glaubwürdig. Nun hat uns der Kollege Zimmermann vorgetragen, dass das, was die Mission Frontex macht, dass das ja weit an Mare Nostrum heranreicht. Falsch! Gestern hat der Chef von Frontex die neue Mission vorgestellt und hat deutlich gemacht, für die neue Mission vor Italien, Triton, stehen 38 Millionen Euro zur Verfügung in diesem Jahr wohlgemerkt. Nur rechne ich mal wohlmeint das auf 6 verbleibende Monate um, kommen 38 durch 6 lange nicht auf 9 Millionen, lieber Kollege Zimmermann, sondern auf 6,3. Und das ist dann genau diese Verdreifachung der 2,1 Millionen, die es vorher gab, aber es sind nicht die 9 Millionen von Mare Nostrum. Und wenn ich mir dann die Ziele angucke, dann wird aus diesem Geld eine neue Frontex-Niederlassung in Sizilien aufgemacht. Das kostet sich ja gar nichts. Und es werden 9 Befragungsteams eingerichtet, die die ankommenden Flüchtlinge in Sizilien befragen sollen, mit wem sie denn gefahren sind, wer sie denn eingeladen hat, wo denn die Boote herkamen. Also als wenn es das ursächliche Ziel dieser Menschen wäre, sozusagen diese Erkenntnisse rauszukriegen und dann noch weiterzugeben. Die sind froh, dass sie lebend übers Mittelmeer gekommen sind und dann sollen sie so befragt werden. Das ist unglaublich und dass Sie das hier stützen, macht mich wütend. Ich will gerne Willy Brandt noch einmal zitieren, den ich auch in der ersten Rederunde zitiert habe, wer Unrecht duldet, stärkt es. Sie dulden durch Nichtstun und Zuwarten. Und insofern, weil es hat auch was mit den Grundwerten der Europäischen Union zu tun, das Recht auf Leben steht auch in der Grundrechtecharta der Europäischen Union, ist Heribert Prantl zuzustimmen, der gesagt hat, ich zitiere, die EU ist Träger des Friedensnobelpreises, einer EU, die dem Sterben zuschaut, sollte der Preis wieder weggenommen werden. Vielen Dank. Applaus